Dann sage ich auf diesem Wege Hallo, grüß Gott an alle, die jetzt live dabei sind und natürlich auch die, die das dann nachher auf YouTube anschauen werden. Ganz besonders möchte ich in unserer Mitte heute begrüßen Professor Eberhard Schockenhoff, Moraltheologe in Freiburg. Er ist uns mit dem Telefon zugeschaltet, weil die Technik von seinem Büro leider nicht mehr erlaubt. Herzlich willkommen, Herr Professor Schockenhoff, in unserer Mitte. Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Auch wenn ich nicht im virtuellen Meetingraum präsent bin, aber zumindest über die Stimme. Das ist ja auch eine wichtige Brücke. Ja, wir freuen uns, dass wir zusammen sind und dass wir diesen Termin jetzt heute noch zustande gebracht haben. Unser Thema heißt ja heute der christliche Weg zur goldenen Regel. Und Herr Professor, ich bitte Sie, mit Ihren Ausführungen zu beginnen. Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr spannendes Thema, das uns heute hier zusammenführt. Gerade auch für das interreligiöse Gespräch ist das eine sehr gute, lohnende Gelegenheit, weil das nämlich einerseits ein gemeinsames Thema ist, die goldene Regel. Das ist also nicht so wie das Vaterunser etwas spezifisch Christliches, sondern das kommt in allen Weltreligionen vor. Das ist ja schon die Grundlage der ganzen Reihe. Und es ist zugleich aber auch eine christliche Interpretation der goldenen Regel, in der das, was die Ethik Jesu bestimmt, in besonderer Weise zum Ausdruck kommt. Die goldene Regel ist in der Bibel ja an zwei Stellen überliefert. Einmal im Alten Testament, das ist auch die gemeinsame Basis mit dem Judentum, und dann im Neuen Testament. Und dort ist sie an einer ganz zentralen, herausragenden Stelle, nämlich innerhalb der Bergpredigt im Matthäusevangelium. Dort ist sie der Abschluss des großen Hauptteils. Die Bergpredigt ist ja eine Zusammenstellung von Reden, von Worten Jesu. Matthäus hat das zu einer ganz großen Redekomposition zusammengestellt. Und das gilt als die Quintessenz der Ethik Jesu. Und dort wird am Schluss die goldene Regel herangezogen, um das, worum es in der Ethik Jesu geht, zu veranschaulichen und jedem eine Richtschnur an die Hand zu geben, wie er das für sich entdecken kann, was Jesus an seiner Stelle von ihm gemeint hätte. Wichtig ist, oder das ist umstritten, welche Bedeutung dem inhaltlich zukommt, dass im Neuen Testament, in der Bergpredigt, die goldene Regel in einer positiven Formulierung erwähnt wird. Und das unterscheidet sich einmal von der negativen, wie sie in der griechischen Popularphilosophie auftaucht, aber dann eben auch von der in Israel bekannten Form. Im Matthäusevangelium heißt es, alles, was ihr von den anderen erwartet, das tut auch ihnen. Also nicht, was ihr nicht wollt, dass die anderen euch tun, das tut auch ihr ihnen nicht. Oder wie das Sprichwort sagt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, sondern positiv. Alles, was ihr von den anderen erwartet, das tut auch ihnen. Und dann kommt noch ein Zusatz, der auf die Wichtigkeit der goldenen Regel verweist. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Und das ist wieder ein Rückverweis auf den Beginn der Bergpredigt, denn dort heißt es auch, dass Jesus gekommen sei, das Gesetz nicht aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Und das weist darauf hin, dass die goldene Regel für Jesus ein Schlüsselbegriff der größeren Gerechtigkeit ist, in der er eine andere Kurzformel seiner eigenen Ethik sieht. Mit der goldenen Regel übernimmt Jesus also eine in der antiken Welt verbreitete moralphilosophische Sentenz. Über hellenistische Zeugnisse, also aus dem griechischsprachigen Judentum, ist sie dann auch in die jüdische Überlieferung eingedrungen, wo sie, wie gesagt, in negativer Form begegnet. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu.
Aber auch bereits im Alten Testament, in der Bibel Israels, wird sie in der Verknüpfung mit dem Liebesgebot tradiert. Und das ist etwas ganz Wesentliches. Die goldene Regel ist also nicht ein selbstständiges Entscheidungskriterium, sondern sie ist ganz entscheidend durch ihren jeweiligen Kontext, in dem sie steht, in dem Zusammenhang bestimmt. Und das ist innerhalb der biblischen Ethik das Gebot, das Liebesgebot für Jesus, das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe. Die synoptische Tradition, also die drei Evangelien innerhalb des Neuen Testamentes, verstehen den Umstand, dass Jesus die positive Variante der goldenen Regel wählt, im Unterschied zum Alten Testament, als auch inhaltlich bedeutsam. Und zwar sehen sie darin ausgedrückt, dass Jesus nicht einfach nur so eine Reziprozitätsregel meint. Es muss einen Ausgleich geben zwischen Geben und Nehmen und reagiert auf das, was die anderen euch tun, oder gar einen vielleicht wohltemperierten, etwas gezähmten Egoismus. So könnte man das ja auch verstehen, dass man sagt, das ist die Erwartung eines rationalen Egoisten, dass wenn er seinem Egoismus gewisse Zügel anlegt und in Maßen auf die Erwartungen der anderen eingeht, dann wird er am Ende davon am meisten profitieren, weil die anderen dann ja auch auf ihn Rücksicht nehmen. So nach dem Motto, gib, damit auch die anderen dir wiedergeben. Do und des. Aber das ist es im Sinne Jesu nicht, sondern für ihn geht es nicht nur um eine Reaktion auf das, was die anderen einem tun oder gar die Abwehr des Verbotenen, dass man das auch unterlässt, sondern er möchte damit zur ersten Initiative aufrufen, also einem Tun der Liebe, das an den Erwartungen Maß nimmt, die man selbst an das Eintreten der anderen richten würde, die sich dadurch aber motivieren lässt, den ersten Schritt auf die anderen hin zu tun. Und das ist doch eine bedeutende neue Interpretation in diesem Zusammenhang, also im unmittelbaren Anschluss an das Liebesgebot, gewinnt die goldene Regel doch auch eine besondere Bedeutung. Sie fungiert als Quintessenz aller Weisungen Jesu unter Einschluss auch seiner radikalen Forderungen, die er in den sogenannten Antithesen der Bergpredigt formuliert hat. Also das ist allen bekannt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wer seinem Bruder nur sagt, du Narr, ist bereits dem Gericht der Hölle verfallen. Da geht es also jeweils darum, dass man ein Gebot nicht erst dann übertreten hat, wenn man manifest diese Tat verwirklicht, die darin gemeint ist, also tatsächlich einen Menschen tötet, sondern dass man den Auftakt dazu, zur Verletzung eines Gebotes, schon viel früher begeht. Dass das schon in den bösen Gedanken beginnt, im Herz des Menschen, in dem die bösen Gedanken in der biblischen Anthropologie ihren Ursprung haben. Und das äußere Tun ist sozusagen die Manifestation in der äußeren Welt, die aber ihren Ursprung hat im Empfinden, im Denken, in dem biblischen Motiv des bösen Triebes. Und für Jesus beginnt also die rechte Einstellung zum anderen damit, dass ich auch im Gedanken bereits ihm wohlgesonnen bin und jede Art von Vorbehalten in Gedanken überwinde, damit ich dann auch im äußeren Tun zu einer lauteren Liebe fähig bin. Ausdrücklich weist Jesus innerhalb der Bergpredigt ein ethisches Ausgleichsdenken zurück nach dem Prinzip des Ich gebe dir, damit auch du mir gibst. Er sagt, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben,
Welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Die war ja eine Berufsgruppe, die wegen ihrer Kollaboration mit den Römern, für die sie diese drückenden Steuerlasten eintrieb, besonders verhasst war. So, jetzt mache ich einen kleinen gedanklichen Spruch. Das der goldenen Regel im Kontext der Bergpredigt eine besondere Bedeutung zuwächst, sieht man auch daran, dass sie nun in enger Verbindung mit dem Gebot der Feindesliebe überliefert wird. Der Exeget Joachim Gnilka, ein katholischer Exeget, der lange in München gelehrt hat, nimmt deshalb an, dass sich die goldene Regel und das Gebot der Feindesliebe gegenseitig erläutern. Das Liebesgebot, so sagt er, ist die Quintessenz der Ethik der Bergpredigt. Die goldene Regel aber will dieses Handeln der Liebe in Gang setzen. Ausgangspunkt ist der Blick auf die eigenen Bedürfnisse, der auch im Liebesgebot gegeben ist. Auch im Liebesgebot heißt es ja, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Letztlich geht es da um eine ähnliche Problematik, nämlich wie die Liebe, das eigene Ich, das Selbst, mit dem anderen, dem Wohlergehen des anderen verbindet. Der Sinn der Liebe ist ja nicht einfach nur, dass ich mich aufzehre und mich restlos für den anderen einsetze, bis hin zur Selbstverleugnung oder Selbstpreisgabe, sondern die für Jesus selbstverständliche Bejahung des eigenen Ich, des eigenen Selbst. Wenn ich von Gott beliebt bin, dann soll ich diese Gutheißung Gottes, die er meinem Leben spricht, ja auch selber dann nachholen und selber nochmal bestätigen, indem ich mich auch selbst annehme und bejahe, so wie ich göttlicher Gutheißung gewürdigt wurde, so kann ich mich auch selbst annehmen und bejahen. Und das ist das Maß der Nächstenliebe. Diese spontane Selbstbejahung soll zum Maßstab, zur Form, zum Vorbild werden, wie ich auch den Nächsten in lauterem Wohlwollen sein lasse und annehme. Und das ist nun durch die goldene Regel auch explizit aufgegriffen. Der Blick auf die eigenen Bedürfnisse, die im Liebesgebot auch zugelassen werden, soll die Bereitschaft in Gang setzen, auch dem anderen in Liebe zugetan zu sein. Die fremde Not als die eigene Not zu sehen, sogar die Not des Feindes als die eigene Not zu sehen, das ist eigentlich das Werk der Liebe, das ist das ihr vorbehaltene Geheimnis der Liebe. Diese Deutung ist ein Hinweis darauf, dass der Kontext, in dem die goldene Regel steht, viel entscheidender ist als die Frage, ob sie jetzt in negativer oder positiver Formulierung erwähnt ist. Die christliche Rezeption der goldenen Regel sah diese immer im Zusammenhang mit dem Liebesgebot und dies ausdrücklich auch in seiner Zuspitzung im Gebot der Feindesliebe. Dadurch führte sie das Verständnis der goldenen Regel über ein Ethos der bloßen Gegenseitigkeit hinaus, das rein formal, so wie sie formalsprachlich angelegt ist, ihren Ausgangspunkt bildet. In der gegenwärtigen Debatte in der theologischen Ethik wird die goldene Regel aber nicht nur als eine Art Initialzündung für die Erfüllung des Gebotes der Gottes- und Nächstenliebe angesehen, sondern auch als ein moralisches Urteilskriterium, das einen in schwierigen Fragen eine Hilfestellung gibt, wie man zu einem verantwortlichen Urteil gelangen kann. Und in diesem Kontext erfährt die goldene Regel auch viel Kritik. Verbreitet ist etwa der Vorwurf, den ich aber implizit eigentlich schon entkräftet habe, dass sie
nur so eine Art Moral des naiven Egoismus oder des reflektierten Egoismus lehre. Aber das haben wir bereits gesehen, dass dadurch, dass sie innerhalb der Bergpredigt steht, sich deren Hochethos auch auf die goldene Regel überträgt. Ein weiterer Einwand geht dahin, dass die goldene Regel das geforderte Verhalten ja immer als lang spiegelbildlich versteht. So wie die anderen mir, so auch ich ihnen. Dass also es um eine Reziprozität zwischen Initiative und Antwort geht. Und das ist ein alter Vorwurf, den bereits Kant aufgegriffen hat. Kant hatte für die goldene Regel eigentlich nur Verachtung. Das war vielleicht etwa so für das gemeine Volk, die seinen kategorischen Imperativ nicht verstehen konnte. Aber ein wirklich aufgeklärter Mensch, der die Gebote der Moral internalisiert hat, der braucht nicht die goldene Regel, sondern der hält sich an das Vernunftgesetz selber. Und er hat einmal dann den Vorwurf gemacht, er hat gesagt, ja, wenn das so ist wie mit der goldenen Regel, dann könnte ja ein Gefangener seinem Richter gegenüber sagen, weil du nicht ins Gefängnis gehen möchtest, darfst du mich auch nicht als Strafe für mein Verbrechen zu einer Gefängnisstrafe verurteilen. Aber das ist natürlich ein Einwand, da wundert man sich, dass Kant da nicht selber drauf gekommen ist, dass er so einen einfachen Einwand überhaupt formulieren konnte. Denn es gibt natürlich in der Ethik asymmetrische Beziehungen, etwa zwischen Richter und Angeklagtem oder zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Ärzten und Patienten, in denen der Stärkere jeweils eine besondere Verantwortung zu tragen hat. Aber das besagt nichts, dass er nicht überlegen muss, wie er dem gerecht werden kann. Auch ein Richter muss sich überlegen, wenn ich jetzt tatsächlich in dieser Situation in der Rolle eines Angeklagten wäre, dann würde ich erwarten, dass ich einen Richter vorfinde, der sich an Recht und Gesetz hält. Und in diesem Sinn der Unparteilichkeit muss auch er sich als Richter dann verhalten. Ein weiterer Einwand gegen die goldene Regel wird darin gesehen, dass sie nicht zur wirklichen Einfühlung in andere Menschen und ihren Erwartungshorizont anleitet, also dass man nicht wirklich an den Wünschen und Vorstellungen der anderen Maß nimmt, sondern dass man in Versuchung gerät, die eigenen Vorlieben auf andere zu projizieren. Alles, was ihr wollt, dass die anderen euch tun, das sind ja meine Vorstellungen, meine Erwartungsleiten, und das würde dann auch auf sie projiziert, statt dass man sie selbst zum Maßstab nimmt, was sie von sich aus als ihre Wünsche darlegen würden. Wir hatten dabei nicht die eigene Willkür und die subjektiven Wünsche des Handelnden zum Maßstab des Guten gemacht. Aber das geht, glaube ich, an der Intention Jesu vorbei, sondern dass man dann das Wohlergehen der anderen fördert, das impliziert ja, dass man auch ihre Sicht ihres eigenen Wohls beachtet. Und dann wäre das ja sonst ein Akt letztlich der Entmündigung der anderen, dass man ihnen die eigene Sichtweise des Guten aufzwingt. Und das wäre mit ihrer Anerkennung und einem wirklichen lauteren Wohlwollen der Nächstenliebe eigentlich unvereinbar. Deshalb sind diese Einwände in der theologischen Ethik, werden sie zwar diskutiert, aber sie werden dem, was die goldene Regel als Urteilskriterium leisten kann, nicht gerecht. Die Deutung im Sinne eines, wie du mir, so ich dir, übersieht, dass die goldene Regel zumindest in ihrer positiven Form gerade nicht das tatsächliche Verhalten oder die erwartbare Gegenleistung der anderen zum Maßstab nimmt, sondern dass sie umgekehrt das eigene Handeln daran misst, wie man von den anderen in Notsituationen behandelt zu werden erhofft. Die ideale Forderung an den anderen wird zum Maßstab des eigenen realen Verhaltens. Die faktische Gegenseitigkeit ist also zugunsten eines
idealen Maßstabes überwunden, was wir berechtigterweise von den anderen glauben, erwarten zu dürfen. Die goldene Regel ist also deshalb richtig verstanden, nach einer anderen Lesart zu interpretieren. Behandle die anderen so, wie nach deiner Überzeugung die anderen dich behandeln sollten. Und dabei stünden Sie ja auch vor der Aufgabe, meine Sichtweise meines Lebens, meiner Welt als Maßstab anzuerkennen. Und umgekehrt muss ich meiner Zuwendung Ihnen gegenüber auch das für Sie Gute, nach Ihrer Auffassung für Sie Gute, respektieren. Dabei ist vorausgesetzt, dass es unter Menschen verschiedener Kulturen, Weltanschauungen und religiösen Überzeugungen eine gemeinsame Basis des Menschseins gibt, die dazu führt, dass extreme Negativerfahrungen wie Hunger, Armut, Elend und Gewalt, aber auch Leid, Schmerz und Trauer von allen in ähnlicher Weise erlebt werden. Das spielt in der Diskussion um den sogenannten kulturellen Relativismus eine große Rolle, ob es Universalien gibt, also gemeinsame menschliche Grunderfahrungen, die vergleichbar sind, oder ob das letztlich immer von der jeweiligen Kultur abhängt, sodass man Erfahrungen überhaupt nicht miteinander vergleichen kann. Manche Kulturanthropologen haben diesen radikalen Standpunkt vertreten, wie zum Beispiel der berühmte französische Anthropologe Claude Lévi-Strauss. Er wirft zum Beispiel im Westen radikalen Feministen vor, oder nicht radikalen Feministen, sondern einer breiten Bewegung, die sich gegen die weibliche Genitalbeschneidung in einigen afrikanischen Kulturen ausspricht, das sei eine Art moderner Kolonialismus oder westlicher Imperialismus. Wir müssten viel mehr Respekt vor einer fremden Kultur haben, und wenn diese Praxis darin verankert ist, dürften wir sie nicht moralisch verurteilen. Und das ist aber eine sehr fragwürdige Prämisse, denn sie setzt voraus, dass die weibliche Genitalbeschneidung in einer Kultur, in der sie praktiziert wird, zu deren Gewohnheiten sie gehört, von den davon betroffenen jungen Mädchen als etwas Positives erlebt wird, dass ihrer Initiation, also ihrer eine Art Ritus zum Erwachsenenwerden entspricht, dass das vielleicht physisch schmerzhaft ist, aber letztlich ihren kulturellen Stand als erwachsene Frau, als denkbarer Geschlechtspartner repräsentieren würde. Und damit würden die vielen negativen Erfahrungen, die Betroffene berichten, nicht ernst genommen. Deshalb meine ich, ist eher einer anderen großen weiblichen Wissenschaftlerin zu folgen, nämlich Martha Nussbaum, der vielleicht weltweit derzeit einflussreichsten Philosophin. Und sie sagt, es gibt solche gemeinsamen Grunderfahrungen des Menschseins, die über Kulturschranken hinweg gelten. Dazu gehört zum Beispiel vieles, was mit dem Körper verbunden ist. Die Erfahrung von Hunger, von Schmerz oder auch die Freude, zum Beispiel die Freude über die Geburt eines Kindes oder Erfahrungen, die mit dem weiblichen Lebenslauf, dem weiblichen Körper zusammenhängen. Wie gesagt, die Geburt eines Kindes oder extreme Negativerfahrungen, Folter und Ähnliches. Das ist überall in der Welt, ganz gleich unter welcher Kultur, ist das ein gemeinsamer Anknüpfungspunkt. In der Debatte um die Menschenwürde sagen wir ja, dass wir zwar nicht positiv den Inhalt, das Verständnis der Menschenwürde kulturübergreifend definieren können, aber wir können von Verletzungsvorgängen her feststellen, dass bestimmte Handlungsweisen die Menschenwürde verletzen und dass diese Verletzungserfahrungen etwas sind, das die Menschen aller Kulturen spüren. Und so ist es auch mit der goldenen Regel. Wer eigene Notlagen zum Ausgangspunkt nimmt, um sich in die vergleichbare Not der anderen einzufühlen, der oktroyiert ihnen nicht die eigene Sichtweise des Guten, sondern er gewährt ihnen die aktive Unterstützung, auf die sie angewiesen sind und die sie auch von sich aus erhoffen.
Dies ist also das Verständnis der goldenen Regel als eine Art universaler Empathieregel, die sich an gemeinsamen Grundbedürfnissen des Menschseins orientiert. Man könnte das also so formulieren: Der Nächste ist dir gleich, also darf dir dein eigenes Wohl nicht wichtiger sein als das Wohl des anderen. Bei näherer Betrachtung erweisen sich die Einwände gegen die goldene Regel, die in der Moralphilosophie formuliert und in der theologischen Ethik diskutiert werden, als unzutreffend, da sie diese auf ein unzureichendes vorläufiges Verständnis festlegen. Tatsächlich ist die goldene Regel eine einprägsame Maxime elementarer Menschlichkeit, die zu einer Empathieethik, also einer Ethik, die vom Einfühlungsvermögen in den anderen getragen ist, motiviert und dort zu einem initiativen Handeln anregt, dass ich also nicht abwarte, zaudere, zögere, sondern den Schritt auf den ersten hin tue, auch dann, wenn ich mir noch nicht sicher bin, wie er darauf reagieren wird. Und da wird auch noch einmal die besondere Nähe deutlich, die innerhalb der Bergpredigt die goldene Regel zum Gebot der Feindesliebe gibt. Denn Feindesliebe ist ja letztlich auch eine Art Kalkül, das ganz bewusst den ersten Schritt auf den anderen tut, in der Erwartung, dass man dadurch sein Rechnen mit der Gewaltsamkeit, sein sich absichern, seine feindselige Handlung gewissermaßen aushebeln lässt. Das ist eine Art Strategie der kalkulierten Vorleistung. Man leistet etwas, indem man auf den anderen wohlwollend zugeht, das ihn überrascht, womit er nicht gerechnet hätte. Und das Kalkül dabei ist, dass er das nicht einfach reaktionslos mit Verwunderung hinnimmt, sondern dass er dann auf dieser Basis der überraschenderweise erfahrenen Zuwendung von jemand, von dem er es gar nicht erwartet hätte, selbst auch fähig wird, seine Feindseligkeit aufzugeben. Sodass also diese Spirale von Gewalt und Gegengewalt außer Kraft gesetzt wird, in der Hoffnung, dass auch der andere diese Deeskalationsstrategie der Feindesliebe mitgehen kann. Ein weiterer Vorzug der goldenen Regel liegt in ihrer offenen und universalen Formulierung, die an die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen appelliert und ihm ein autonomes Urteil darüber zutraut, was er in welchen Situationen jeweils zu tun oder zu unterlassen hat. Das ist ja an sich eine formale Regel. Sie sagt nicht inhaltlich, du musst immer das tun, sondern sie gibt einen Hinweis, wie ich durch Beobachtung der gemeinsamen Situation entscheiden kann, was nun in diesem Fall das Richtige ist. In beiden Merkmalen, in ihrer universalen Ausrichtung und in ihrer Offenheit für die situationsbezogene Anwendung, entsprechen sie dem mündigen Urteil des Einzelnen. Und darin erweist sich die goldene Regel als eine Autonomieregel, die von der Sache her dem kategorischen Imperativ Kants näher steht, als dieser selbst das bemerkte. Und dies gilt im besonderen Maß, wenn man sie in ihrem jeweiligen Kontext betrachtet. Im Kontext der Matthäischen Bergpredigt wird die goldene Regel, wie wir gesehen haben, als Quintessenz aller Gebote der Nächstenliebe angesehen. Und damit sind auch die möglichen Grenzen eines partikularen Ethos zugunsten einer universalen Moral des elementaren Menschseins überschritten. Und die Forderung eines solchen humanitären Ethos, einer wahrhaft humanen Moral, die das Menschsein jedes Menschen in den Mittelpunkt stellt, die haben ja einen Widerhall im Empfinden und in der Vernunft jedes Menschen. Deshalb hat die christliche Theologie auch seit den Kirchenvätern, schon seit Origenes, immer angenommen, dass die goldene Regel eine
Grundformel der vernünftigen Sittlichkeit ist, die jedem Menschen ins Herz geschrieben ist. Dass der göttliche Logos in der goldenen Regel seine göttliche Vernunft jedem Menschen in das Herz gelegt hat. Weit davon entfernt, eine Moral des reflektierten Egoismus zu sein, fordert die goldene Liebe, die goldene Regel, wie Jesus sie versteht, eine Liebe, die ohne Ausnahme allen gilt. Allen Menschen ist Gutes zu tun, überall und zu allen Zeiten. Und dazu soll die Empfindung der eigenen Notlage sensibilisieren, um zu verstehen, was das im Fall der Fälle bedeutet. Die goldene Regel bewährt sich im Leben jedes einzelnen Menschen als ein verlässliches Urteilskriterium, wenn es schwierige Entscheidungen mit weitreichenden Folgen zu treffen gibt. Als Beispiel aus den gegenwärtigen Konfliktfeldern in der medizinischen Ethik möchte ich die Organspende aufgreifen. Das ist ja eine Frage, die viele Menschen bewegt, wo manche mit Sorgen und Ängsten erfüllt sind, etwa hinsichtlich der Todesfeststellung, ob das ein verlässliches Todeskriterium ist, oder hinsichtlich der Allokation der Zuteile der knappen Organe, ob das immer mit gerechten Dingen zugeht. Und bei vielen ist dann aber diese Sorge und vielleicht die Zweifel sind andererseits verbunden mit der Erwartung, wenn man selber ein Organ bräuchte, um gut weiterleben zu können, die Gesundheit wieder zu erlangen, im eigenen Beruf wieder nachgehen zu können, Kontakte im Freundes-Bekanntenkreis weiter zu pflegen, dass man dann die Hoffnung hat, aufgrund der Großzügigkeit eines anderen Menschen, eines Mitmenschen, den man gar nicht kennt, doch ein geeignetes Organ empfangen zu können. Die Empfänger erleben die hinzugenommene Lebenszeit, die ihnen die Teilnahme am familiären Leben und die Wiedereingliederung in den Beruf ermöglicht, bei beträchtlicher Lebensqualität, als ein großes, unverhofftes Geschenk, das ihnen durch die Großzügigkeit eines anderen Mitmenschen als Gabe, als unverhoffte Gabe zuteil wird. Und in Anbetracht dieser Möglichkeit, einem anderen, von einer schweren Krankheit betroffenen Mitmenschen eine Gabe zu leisten, die ihm das Leben wieder gewährleisten kann, die ihm die Gesundheit zurückschenken kann, hat jeder Mensch die moralische Verpflichtung, eine wohlerwogene, eigenverantwortliche Entscheidung zu fällen. Also sich ein ernsthaftes Urteil zu bilden und nicht einfach diese Frage von sich fernzuhalten, weil es einen unangenehm berührt, eine Frage zu prüfen, die ja auch zu tun hat mit dem eigenen Tod, mit der eigenen Krankheit und dem eigenen Sterben. Der Ausgang dieser Entscheidung ist offen, sodass also auch ein verantwortlicher Christ zu dem Entschluss kommen kann, dass er etwa aus Rücksicht auf seine Angehörigen nicht Organspender sein will. Aber er muss sich eine verantwortliche Entscheidung darüber fällen. Und es genügt nicht, einer Entscheidung nur aus dem Weg zu gehen und sie vor sich herzuschieben, etwa aus Gleichgültigkeit gegenüber der Fremdennot oder weil man nicht an das eigene Sterben denken möchte. Und hier bewährt sich nun die goldene Regel, weil sie eine Art Aufforderung zu einem gedanklichen Platztausch meint oder zu einer gedanklichen Rollenübernahme. Sie bietet sich als Hilfe zu einer verantwortlichen Entscheidung an. Sie leitet nämlich dazu an, sich in die Lage eines potenziellen Empfängers zu versetzen, um aus seiner Perspektive die eigenen Möglichkeiten auszuloten, aus Überzeugung und angstfrei Spender sein zu können. Und das ist dann einfach die Frage, die ich mir zu stellen habe,
dass ich in Gedanken einmal beide Möglichkeiten durchspiele. Das eine, dass ich mir überlege, wenn ich als potenzieller Empfänger in dieser Situation der Transplantationsmedizin wäre, ob ich dann die Erwartung hätte, dass mir ein Organ zur Verfügung gestellt wird, durch die Großzügigkeit eines anderen. Und dann die andere Situation in Gedanken durchspielen, dass ich überlege, wenn ich als potenzieller Spender in Betracht käme, durch einen Unfall oder eine Erkrankung, und dann müsse ich diese beiden Erwartungshaltungen miteinander vergleichen. Es würde in sich einen Widerspruch bedeuten. Es wäre letztlich eine Art Trittbrettfahrermentalität, wenn ich zwar von der uneingestandenen Hoffnung geleitet wäre, ein Organ zu erhalten, aber umgekehrt mich nicht dazu durchringen könnte, auch positiv als Organspender oder Spenderin zur Verfügung zu stehen. Und das ist eine Hilfestellung für eine verantwortliche Entscheidung. In einer ganz konkreten Frage, die in der medizinischen Ethik heute eine große Rolle spielt. Komme ich zum Schluss. Die goldene Regel, das fasse ich noch einmal knapp zusammen, ist im Verständnis des Christentums von der zentralen Forderung der Ethik Jesu her zu interpretieren, nämlich dem Liebesgebot, auch in seiner Zuspitzung als Gebot der Liebe bis zum Feind. Sie soll jeden Menschen, sogar noch den Feind, umschließen. Sie wird verstanden als Aufforderung zur ersten Initiative, den ersten Schritt zu tun, nicht abzuwarten und nur zu reagieren auf das, was man empfangen hat, im Sinne eines Lieb, damit auch dir gegeben wird, sondern sie ist die Aufforderung, ein spontanes Wohlwollen dem anderen zu erweisen. Und dabei erwartet Jesus von denen, die ihm nachfolgen, die Initiative des ersten Schrittes, die sie im Vertrauen auf seinen himmlischen Vater wagen sollen, von dem es ja heißt in der Bergpredigt, dass er die Sonne über Bösen und Guten aufgehen und es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Und an dieser Stelle will ich jetzt meine Ausführungen abbrechen und der Diskussion Raum geben und auch dazu ermuntern, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bislang nur zuhören könnten, auch selbst eigene Erfahrungen und Fragen stellen. Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Dank, Professor Schockenhoff. Ja, jetzt geht der Ball an euch, meine lieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Gibt es Fragen, Bemerkungen? Ihr könnt die gerne auch in den Chat schreiben und ich lese sie dann vor. Ja, ich melde mich gerade heraus. Also ich finde das sehr schön, dieses Momentum des echten Christen, dass er den ersten Schritt macht, also so eine Initiative setzt und den anderen so verblüfft in gewisser Weise, etwas geschieht, auf das der andere eigentlich gar nicht erwartet. Das finde ich sehr schön. Und sehe da auch die Parallele zum Buddhismus, insbesondere zum Mahayana-Buddhismus, wo ja manchmal die Diskussion im Raum steht, hat das Christentum den Mahayana beeinflusst oder umgekehrt? Das geht so hin und her. Das ist vollkommen egal, finde ich. Ich finde es schön, dass da beide Seiten diesen starken Impuls haben, irgendwie einfach aus einem ganz guten Herzen, helfenden Herzen aktiv zu werden. Also dieses aktive Moment finde ich sehr schön und vielen Dank für diese ausführlichen Darlegungen. Vielen Dank, hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön. Danke, ja. Dann lege ich noch eine Frage nach. Sie haben ja schön ausgeführt, dass wir das ja auch im Judentum schon haben und unser jüdischer Kollege hat uns das ja auch erzählt. Ja? Könnte man so formulieren, dass dieser
Kontext aus dem Liebesgebot heraus oder so wie es dann auch spät in der Bergpredigt heißt, macht's wie euer himmlischer Vater, ja, also seid vollkommen wie euer himmlischer Vater, dass das Ursprüngliche, die Eigenschöpfung Jesu ist? Lässt sich das so sagen? Oder wo sind Sie die Linien? Ja, also Jesus war sicherlich das Vertraut aus der jüdischen Tradition in der negativen Variante, aber dass er das umgedreht hat, das hängt, glaube ich, schon mit seinem Gedanken zusammen, den ersten Schritt der Liebe zu tun. Also dieser Gedanke der ersten Initiative, der ist natürlich viel besser mit der positiven Formulierung der Bergpredigt, der goldenen Regel vereinbar, als mit der negativen. Und von daher ist das schon auch eine inhaltliche Besonderheit, eine inhaltliche Differenz, ob die goldene Regel im jeweiligen Kontext in negativer oder in positiver Form interpretierbar ist. Es ist allerdings so, dass es in der christlichen Überlieferungsgeschichte, dort ist das den Tradenten gar nicht von Anfang an bewusst gewesen, dass darin durchaus eine Bedeutung liegt. Denn in der Kirchenväterzeit, in der Patristik, in der Didache als erstes, das ist so eine Schrift kurz nach dem Abschluss der Kanonbildung des Neuen Testamentes, da wird sie wieder in der negativen Formel zitiert. Also da greift man nicht auf die positive Form auf, die im Neuen Testament, in der Bergpredigt und bei Lukas überliefert wird, sondern doch wieder die negative, die auch in der Popularphilosophie von daher bekannt war. Und das ist ein Argument, ein rezeptionsgeschichtliches Argument derer, die sagen, ob negativ oder positive Formel, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Da ist kein großer sachlicher Bedeutungsunterschied dahinter. Könnte man auch so sagen, dass diese positive Formulierung und dieser Kontext aus der besonderen Gottesbeziehung des Jesu von Nazareth herausgekommen sind oder ein Ausfluss dessen sind? Ja, das spielt sicher eine große Rolle, denn es muss ja jemand in sich auch das Vertrauen haben, dass er ungesichert den ersten Schritt auf den anderen zugehen kann, vor allem wenn es sich um einen Feind handelt. Dann ist das ja immer mit einem Wagnis verbunden. Ich gehe den ersten Schritt ungesichert, zwar in der Hoffnung, dass der andere sich dadurch auch in seiner Einstellung mir gegenüber wandelt, von seinem Hass und seiner Gewaltbereitschaft ablässt. Aber das ist zunächst einmal ein Check ohne Deckung. Das ist ein Wagnis, das ich eingehe. Da habe ich noch keine Gewissheit, dass die Reaktion des anderen so sein wird, wie sie meinen Erwartungen entspricht. Und diese Risikobereitschaft ist ein enormes Wagnis. Das kann man eigentlich nur gehen, angstfrei, wenn man sich von einem sehr großen Vertrauen gehalten weiß. Und das wird bei Jesus persönlich sicher das Vertrauen in seinen himmlischen Vater gewesen sein. Ja, gibt es noch Fragen? Ihr könnt ihr gerne auch in den Chat hineinschreiben. Ja, dann frage ich noch etwas. Wie Sie vorher gesprochen haben von diesen Grunderfahrungen des Menschenseins, ja, habe ich mir gedacht, man könnte hier vielleicht auch sehr gut von den Grundbedürfnissen jedes Menschen her ansetzen. Das ist ja bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich auch kulturunabhängig, ja, wodurch fühle ich mich angenommen, anerkannt, gut behandelt. Aber doch hat jeder diese Grundbedürfnisse, zum Beispiel nach Anerkennung oder nach Wertvollsein oder eine soziale Position inne zu haben. Ja, das ist sicher so, dass es Grundbedürfnisse gibt, die kulturübergreifend sind, die zwar, so wie man sie dann konkret erfährt, auch noch einmal kulturell getönt sind. Zum Beispiel kann im Ertragen von Schmerzen durchaus noch einmal eine kulturelle Unterschiedlichkeit bestehen. Aber dass Schmerz etwas ist, was nicht sein soll, das ist überall. Das ist eine elementare Körpererfahrung,
die überall gilt. Und sicherlich wird auch der Unterschied von Gesundheit und Krankheit noch einmal kulturbezogen relativ erfahren. Aber es ist trotzdem etwas, was man kann verstehen, wenn man einen Menschen in einer anderen Kultur sieht und erfährt, er ist krank, dann kann man als Mitglied der eigenen Kultur an diese Erfahrung anknüpfen. Man weiß dann, wie es ihm geht, auch wenn es noch einmal eine gewisse spezielle Färbung einnimmt. Und so, glaube ich, wäre diese Theorie der Grundbedürfnisse auch ein geeignetes anthropologisches Fundament. Mhm. Zumindest ist es jedem zugänglich, dass ich lieber gesund als krank wäre, oder? Genau. Ja. Gundam hat noch eine Frage in den Chat geschrieben. Muss man hier nicht eine gewisse Einschätzung vornehmen, dass man sich nicht übernimmt? Könnte man die goldene Regel auch auf die ganze Schöpfung übertragen? Das heißt, müssten das Handeln nicht auch die Tiere, Pflanzen und die Natur mit hineingenommen werden? Ja, das ist natürlich jetzt mit ein paar wenigen Sätzen sicher nicht erschöpfend zu beantworten. Es gibt insofern einen Unterschied zwischen der zwischenmenschlichen Situation, als dort ja tatsächlich dieses sich in die Rolle des anderen hineinversetzen, damit er einem Antwort geben kann, gegeben ist. Das ist so genau im Tierreich nicht, weil da gibt es eine Asymmetrie, insoweit der Mensch in der moralischen Gemeinschaft des Lebens das Subjekt ethischer Verantwortung ist, während Tiere und Pflanzen der Gegenstand ethischer Verantwortung sind. Also ich will diese Asymmetrie ja mal zeigen. Wenn ein Hund einen anderen Menschen anfällt und verletzt, dann machen wir nicht den Hund moralisch verantwortlich dafür, sondern den menschlichen Halter dieses Tieres, weil er seiner Verpflichtung, das Tier richtig zu halten und beim öffentlichen Spazieren gehen, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu halten, nicht dieser Verpflichtung nicht nachkam. Also es gibt ein Gefälle und der Sinn der goldenen Regel besteht ja auch darin, dieses Gefälle aufzuheben. Das ist deshalb in der Übertragung auf das Tierreich nicht eins zu eins zu machen, aber was natürlich schon geht in dem ersten Teil, dass man die eigene Bedürftigkeit und Not als Maßstab nimmt, um sich hineinzudenken in die Bedürftigkeit und Not der Tiere. Und da denke ich, dass zum Beispiel das grundlegende Gebot der Schmerzfreiheit, da ist das durchaus vergleichbar. Also es gibt zwar eine lange Diskussion, ob der tierische und der menschliche Schmerz gleich zu beurteilen sind, weil der Mensch kann ja, wenn er Schmerzen empfährt, zum Beispiel beim Zahnarzt, kann er das in einen größeren Zusammenhang stellen und den Sinn dieser Schmerzen empfinden und kann dann vielleicht auch dem einen Wert zuschreiben, dass er jetzt akut Schmerzen hat. Und er weiß, um welches Zieles willen das ist. Das kann das Tier nicht, aber dann ist sein Schmerzempfinden vielleicht noch schlimmer sogar, weil er ihm eben gerade keinen Sinn zuschreiben kann. Aber letztlich bringt diese Debatte um die Unterschiede im Schmerzempfinden zwischen Menschen und Tieren nicht viel, sondern Schmerzen, die man selber nicht empfinden möchte, sollte man auch anderen Geschöpfen, anderen Lebewesen nicht zufügen. Insofern kann die goldene Regel durchaus eine Hilfestellung sein. Eine Frage von Manfred. Kann man sagen, dass Jesus gerade mit dieser Verbindung von Liebesgebot und goldener Regel von einer Orientierung auf Gebote und damit eine Pflichtethik die Richtung zu einer Tugendethik hin vorgibt? Ja, das kann man sicher. Also zentral ist in der Ethik Jesu ja das Grundgebot der Gottes- und Nächstenliebe. Aber das ist so offen formuliert, dass das ja im Grunde kein Gebot ist, sondern eine Haltung meint und damit eine Tugend. Und die Einzelgebote, sagen wir mal des Dekalogs oder die Gebote der Bergpredigt, das sind so eine Art Konkretisierungen dieses Grundgebotes der Gottes- und Nächstenliebe. Aber die Übersetzung in ein konkretes Handeln, dazu braucht es eben die individuelle Urteilskraft, die individuelle, das Gewissensurteil des Einzelnen. Und dazu ist die goldene Regel
eine gute Anleitung, die den Einzelnen vor Beliebigkeit und Willkür bewahren kann. Also insofern kann man das sehr wohl sagen, dass damit die Grenzen einer reinen Verbotsethik überschritten sind. Weil die kompetente Anwendung auf die eigene Lebenssituation ja genau dem Einzelnen übertragen wird. Insofern ist das eine Hilfestellung, eine Urteilsregel, aber das eigene Urteil muss dann tatsächlich die konkreten Schritte erkennen. Ja, gibt es noch Fragen? Ja, der Wissensdurst scheint fürs Erste gestillt zu sein. Ja, wir haben ja auch fast eine Stunde miteinander. Ja. Ja. Armin fragt, gibt es eine Zusammenfassung? Auf Audio oder auf Word oder auf PowerPoint schreibt er, ja. Ja. Also das Video gibt es auf jeden Fall nachher in unseren Aufnahme Link zu sehen. Eine Zusammenfassung, das wäre eben die goldene Regel im Kontext der Ethik Jesu, ist eine Kurzformel für das Grundgebot der Nächstenliebe, der Gottes- und Nächstenliebe, und zugleich eine Urteilsregel, die es dem Einzelnen ermöglicht, in seiner Lebenssituation zu entdecken, was die Gottes- und Nächstenliebe von ihm fordert. Das wäre eine Kurzfassung. Zufrieden, Armin? Du kannst ja den Satz hier dann aus dem Video hinausschneiden und aufschreiben. Gut, lieber Herr Professor Schockenhoff, ja, im Namen von uns allen ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und die Bereitschaft zum Gespräch. Ich bedanke mich auch bei allen, die dabei waren. Und sage in diesem Sinne bis bald bei Open Rally. Es war ja jetzt der letzte Vortrag des heurigen Open Rally Kurses. Aber wir haben ja einige sehr schöne Ergebnisse zusammengebracht. Insofern schönen Dank an alle. Und lieber Herr Professor, viele Grüße nach Freiburg. Dankeschön, ja, Dankeschön. Und ebenso nach Wien oder Graz. Nein, Wien sind Sie, ja? Ich sitze in Wien, aber wir sind über den ganzen deutschsprachigen Raum verteilt. Ja, deutschsprachigen Raum, ja, gut. Ja. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiederhören, Dankeschön. Ja.